Und wir sind wieder in einer neuen Folge von Let's Play Game Dev Tycoon. Es ist gerade mal nicht mal ein Tag vergangen. Und wir sind hier. Und ich weiß nicht mehr, was wir zuletzt tun wollten. Wir hatten zuletzt UFO entwickelt. Ich weiß gar nicht, was das sein sollte. Ich weiß gar nicht, wofür wir das überhaupt entwickelt hatten. Da bin ich leider überfragt. Was haben wir denn? Wir haben 129 Forschungspunkte. Wir könnten aber mal noch eine Auftragsarbeit. Ja. Mein Gott, unsere. Dave Johnson, Eigentümer von Departure Science. Sie haben einige unserer Testsubjekte euren Spielen ausgesetzt und überraschenderweise sind sie nicht total durchgedreht. Sie waren von den Spielen sogar ziemlich angetan. Egal, ich habe ein paar Produkte, die ein wenig Werbung sind. Ich dachte da an eine Art Produktplatzierung. Gerade deshalb mache ich es. Ich bin der Chef. Ich zahle dir 200.000, um einige unserer roten, lackierten, explodierenden Fässer in einem eurer Spiele anzuwenden. Kommen wir ins Geschäft. Sicher! Okay. Trainieren. Du trainierst, mein lieber Junge, trainiert mal noch ein bisschen. Und zwar. Nee, und lieber alles ein bisschen. So, Auftragsarbeit finden. Machen wir nochmal Auftragsarbeit. Entwerfe ein Brettspiel. Das kriegen wir doch hin, oder? Ich hoffe, wir haben doch genügend kreative Köpfe, um so ein. Die Nu von Invento wurde veröffentlicht. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh. Das war aber mal verdammt knapp. Ich schicke die beiden hier nochmal in den Urlaub. Wenn wir mal noch eine kleinere Auftragsarbeit machen. Bibliothekssoftware, das dürften wir zu dritt ja ganz gut hinbekommen. Wenn die anderen beiden Urlaub haben. So. Auftragsarbeit. Film. Oh Gott. Machen wir noch einen Spieletest, dann ist der wieder da und dann lasse ich die beiden mal mit Boost trainieren. So. Trainieren. So, und zwar hier Technologiekurs. Der kriegt eine. Da darf er einen Programmierkurs lernen. So, trainieren. Game Design Kurs. Ebenfalls mit Boost. So, nein. Du gehst derweil in die Forschung. Was könnte man da entwickeln? Virtuelles Wirtschaftssystem, große Spiele. Online-Spiel, aha. Detaillierte virtuelles Wirtschaftssystem ist natürlich für Spielweltdesign ganz cool. Minispiele, Surround Sound, Multiplattform. Ich glaube, ich erforsche mal Multiplattform. Ich denke, das ist lohnenswert. Auftragsarbeit. Haben wir noch was Kleineres? Ah ja, unser Technologe ist ja auch wieder dabei. So, und dann können wir mal unser erstes Multiplattform-Spiel entwickeln. Was haben wir denn überhaupt noch? Nein, wir müssen für weitere Dinge müssen wir dann erstmal das Dingens entwickeln. Das Forschungs- und Entwicklungslabor. Dazu braucht man dann aber auch erstmal einen Design-Spezialisten. Gut, ansonsten Fortsetzung UFO, Steinsimulator 2, Half-Life. Half-Life 3 wäre vielleicht auch ein Spiel, was vielleicht mal dran wäre. Jesus, 19 Kings, Ancient Titans, Doom, Cypher Action, der erste 5. Ich denke, es wäre eigentlich mal Zeit für der erste 5-2.
für PlaySystem 2, Mbox 360 und PC. Der Aste 5 kehrt zurück. Der Aste 5 kehrt zurück. Horror, Erwachsen, Chaos Engine 5. Und hier, wir nehmen mal in ein Action-Spiel passen doch. Das ist ja ein Action-Horror-Spiel, da passen ja, glaube ich, diese explodierenden roten Fässer wahrscheinlich gut mit rein. 3DV4. Starten wir mal. Diesmal nehmen wir mal einen mittleren Messestand. So, Engine machen wir ganz hoch. Gameplay so mittel. Story Quests kann ja ganz runter. Ein Mehrspielermodus, grundlegende Physik. Oh Gott, ach ja, wir haben ja eine neue Engine, ne? So. Das nehmen wir raus. Selbst dafür ist es. Okay. Müssen wir mal gucken hier. Mhm. Sonst ein Engine. Selbst dafür reicht es nicht ganz. Mehr Spiel. Ja, Cloud-Spielstände sind ja eigentlich. Braucht man eigentlich nicht unbedingt. Einmal Cloud. Dann nehmen wir mal Mehrspielermodus. Dann nehmen wir die Videowiedergabe raus. Ja, muss ja nicht sein. So, und dabei haben wir schon einen großen Fokus. Technik, Engine, Gameplay, Design. Ich glaube, lineare Erzählung kann ich sogar drin lassen. Die Zwischensequenzen sind halt recht aufwendig. Machen wir doch mal eine kleine Kampagne. Ich denke, sowas ist immer ganz gut. Nein, die werden müde. Ist nicht gut. Oh, die PlaySystem 3. In den kommenden Monaten. Wir müssen dann, glaube ich, auch erstmal gleich einen Support für die PlaySystem entwickeln. Das wird bestimmt ganz gut hier. Caster Entertain. Ja, unser mittlerer Messestand. Wie viele Besucher wir wohl anlocken können? Ah, fast 500.000. Wir haben es unter die Top 100 auf Platz 100 geschafft. Das ist doch mal cool. So, KI ist relativ ziemlich wichtig. Dann nehmen wir auch die KI-Gefährten wieder rein. Level Design. Und Dialoge können wir eigentlich runterschrauben. So, Chefdesigner kümmert sich auch ums Leveldesign. Und ist damit zu 100% ausgelastet. Ich mache mal bei den beiden den Boost, um das hier mal auszugleichen. Also das, was die beiden jetzt nicht mehr so gut können. Diese ganzen Technologiepunkte. Grafik. Um Grafik kümmert sich der Chef persönlich. Das ist nicht so wichtig. Ja, es muss aber immer noch ein gewisser Punkt sein. So. Können wir den Soundtrack? Nee. Für den Soundtrack reicht es immer nicht. Das geht dann wahrscheinlich erst in einem großen Spiel. Oh Gott, wir bauen ganz ordentlich Hype auf. Muss man mal dazu sagen. Die beiden arbeiten zunehmend schlechter.
Ja, eine Presseanfrage. Ja, pushe das Spiel auf jeden Fall. Dieser Hype. Das Spiel muss jetzt aber auch gut sein. Obwohl, es hat die neue Engine. Und die Bugs müssen jetzt aber noch raus. Oh ja, das ist bei 200. So, die Bugs müssen jetzt noch raus. Die schicke ich schon mal in den Urlaub. Weil die Konsole, das Spiel ist ja eigentlich im Prinzip fertig. Oh, die PlaySystem 3 wurde veröffentlicht. Neuer Rekord. Wahnsinn. Fortschrittliches stereoskopisches 3D. Oh Gott. Trainieren. Unser Technologe. Ich will einen Technologie- und einen Designspezialisten haben. So. Trainieren. Game Design. Ersten Spielbewertungen. Was haben wir denn so? Eine 10. Sehr schön. 9. Fast perfekt. 10. Und eine 9. Okay, also Durchschnitt 9,5. Ich bin sehr zufrieden. Das sind phänomenale. Ein phänomenaler Ausgang. Zack, das war ja feiner Instant auf 1 Million. Dave John, hör zu, du hast uns im Krieg sehr gut in der ersten 5K zurück platziert. Die Eierköpfe in der Werbetank sagen, dass die Einnahmen dadurch gestiegen sind. Was mehr Wissenschaft für uns bedeutet, gut gemacht. Hier, nimm diesen Kuchen. The cake is a lie! Dieser Kuchen ist eine Lüge. Yay, Alter, dieses Spiel. Tja. Aste sorgt anscheinend ganz gut für Zeug. Machen wir ein Produktmanagement. Ein Forschungs- und Entwicklungskurs. Auftragsarbeit. Spieletest. Machen jetzt die ganze Zeit wieder Aufträge. Zum Ende dieser Folge. Einfach um weiter Geld unterstützen, ja, mehr Frauen in der Branche. Zu Simulationen. Oh, wir machen noch mal eine. Wie viel? 7 Wochen, das reicht. Sehr schön. Ich kann diesmal mit recht genau bei 15 Minuten abschließen und das werde ich diesmal auch. Und zwar sind wir damit schon am Ende von dieser
Folge von Game Dev Tycoon. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann entwickeln wir mal eine Simulation. Genau. Man sieht sich dann in der nächsten Folge. Tschüss.